Heute soll es um die Behandlung der Septime im Bachchoral gehen. Und um sich dieser Frage zu nähern, muss man zunächst klären, was überhaupt eine Septime ist. Die Antwort auf diese Frage ist nicht ganz so trivial, wie sie zunächst erscheinen mag. Im Barock ist die Septime der Ton, der sich eine Septime über dem tiefsten Ton der Terzenschichtung befindet, und zwar so gut wie immer. Hilfreiche Videos zu diversen Begriffen sind übrigens in der Videobeschreibung verlinkt. Wer will, kann sich da umtun. Beginnen wir mit einem Beispiel, wo sich alle einig sind. Wenn wir uns diesen Akkord vornehmen, dann gehört dazu folgende Terzenschichtung. Und hier ist die Septime, eben die Septime über dem tiefsten Ton dieser Terzenschichtung. Das wird von allen gängigen Theorien so gelesen und es gibt auch keinen Grund daran zu zweifeln. Für diese Septime gilt, was in der hier dargestellten Perspektive für alle harmonisch wirksamen Septimen gilt. Und damit kommen wir nun zu einer Sache, die von manchen Theorien angezweifelt wird. Septimen müssen sich schrittweise abwärts auflösen. Dabei fällt diese Auflösung in der Regel mit dem Erscheinen eines neuen Grundtons zusammen. Da das auch für unseren Ausgangsakkord gilt, müsste sich hier die Septime im Bass abwärts auflösen und darüber würde klassischerweise ein C-Dur-Sextakkord gesetzt. Zum Beispiel so. Es ist aber auch jeder andere Akkord denkbar, der ohne stimmführungstechnische Regeln zu verletzen über und je nach Lage um oder unter dieses E gebaut werden könnten, also unter den Ton, der durch die Auflösung der Septime vorgegeben wird. Kommen wir nun zu den Streitfällen bei der Bestimmung von Septimen, etwa den DV. Nehmen wir zum Beispiel diesen hier. Die Funktionstheorie sagt hier etwa, naja, das ist ja eigentlich E-Dur, also wenn wir die Terzenschichtung haben, müssen wir den Grundton ergänzen. Ohne reine Quinte über dem Grundton können wir nicht und E ist zu H eine reine Quinte. Wenn wir uns den Ursprungsakkord ansehen, dann haben wir lediglich diese verminderte Quinte. Also gut, wir haben hier durch die Ergänzung eine reine Quinte und dementsprechend einen E-Dur-Sept-Non-Akkord. Und in diesem Akkord ist das D die Septime über E und das F die None über E. Die zu Zeiten Bachs wirksame Stufentheorie hebt aber den Finger und wendet ein, ich bleibe bei meiner Terzenschichtung. Und wenn das E eben nicht mitgedacht wird, das übrigens auch gar nicht real erklingt, ist auch in diesem Fall das F die Septime und das wiederum verlangt nach einer schrittweisen Auflösung abwärts. Akkordbildung darum, wie eben beschrieben, A-Moll ist denkbar, aber auch jeder andere Akkord, der ohne Stimmführungsregeln zu verletzen, dieses E sinnvoll einbinden kann. Ein letzter für diesen Moment vorgestellter prominenter Streitfall, der Sixt ajouté, den die Funktionstheorie als F-Dur mit hinzugefügter Sechste betrachtet. Das F liegt ja schließlich im Bass und hier tritt die Dissonanz dazu. Der Barock aber würde wiederum der Terzenschichtung folgend das Ganze als D-Moll-Sept-Akkord interpretieren. Die Septime wäre in diesem Fall also das C, das wiederum nach Auflösung verlangt, schrittweise ins H. Der Ursprungsakkord würde entsprechend als Akkord mit Terz im Bass betrachtet werden. Zu der Thematik bei diesem Akkord gibt es auch schon ein ausführliches Video auf diesem Kanal. Siehe unten in der Videobeschreibung. Ich bitte die reinen Funktionstheoretiker, sich dort auszutoben. Die hier geschilderten Prämissen werden wir auch immer wieder überprüfen und gucken, ob wir das so auch wiederfinden, was ich hier gesagt habe. Aber das kann an dieser Stelle vorweggenommen werden. Viele Überraschungen werden wir dabei nicht erleben.
Bevor wir uns einem Literaturbeispiel widmen, würde ich gerne auf die unterschiedlichen Möglichkeiten hinweisen, wie man Septime erreichen kann. Dissonanzen sind in der alten und älteren Musik stimmführungstechnisch immer mit gewissen Lizenzen verbunden, siehe die eben schon erwähnte notwendige Auflösung, und da lohnt sich sicherlich ein genauerer Blick darauf, wie diese überhaupt angesteuert werden. Wer will, pausiert an dieser Stelle das Video und macht sich den ein oder anderen Gedanken, welche Möglichkeiten es da gibt. Erwarten würde ich bei einer zu Bachs Zeiten emanzipierten Dissonanz wie der Septime ein relativ breites Spektrum an Möglichkeiten, wobei die grundsätzlich denkbaren gegebenenfalls folgende sind, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Sicherlich gibt es da Varianten, die unplausibler erscheinen, etwa die von oben angesprungene Septime, bei der sich die bei Sprüngen in die eine Richtung im traditionellen Tonsatz angeratene Ausgleichsbewegung in die andere Richtung der verlangten Auflösung abwärts der Septime entgegenstellen würde. Aber auch da würde es mich nicht überraschen, wenn uns Beispiele begegnen würden. An dieser Stelle nochmal erwähnt, Möglichkeiten der Einführung der Septime, die harmonisch wirksam ist, also die kein Durchgangsphänomen ist, das den oben beschriebenen Auflösungsregeln zum Beispiel widerspricht. Beginnen sollen die Betrachtungen mit diesen ersten zwei Zeilen aus dem Choral Ach Gott und Herr, Nummer 4 der Richterausgabe. Hören wir mal rein. Und jetzt seid ihr erstmal dran. Welche Septime findet ihr? Wie würdet ihr diese kategorisieren? Und welche Schlüsse könnt ihr gegebenenfalls daraus ziehen? Ich kann schon mal verraten, hier gibt es auch mindestens eine Ausnahme. Meine Gedanken zum Thema in einem der nun folgenden Videos. Wer das nicht verpassen will, abonniert den Kanal. Über ein Like oder einen Kommentar würde ich mich ebenfalls freuen. Dann bleibt mir noch, euch alles Gute zu wünschen. Bis dahin, ciao.